Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Channeling. Diesmal geht es um die Kraft der Sonne. Ich durfte diese Kraft schon des Öfteren für uns alle channeln und ich bin immer wieder sehr berührt über diese Botschaften, die kommen. Jetzt aktuell zum Zeitgeschehen, wie immer. Und ich bin selber sehr neugierig, was passiert. Ich lade euch wie immer ein, am besten eure Augen zu schließen, euch wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen und richtig schön bei euch selbst anzukommen, tief in eure Kraft zu kommen, Ruhe zu fühlen, damit die Botschaft tief wirken kann. Es ist immer wieder sehr, sehr intensiv mit unserem Heimatstern Sonne. Geliebte Menschen, ich beobachte euch, fühle euch und sehe euch. Ich sehe euch mit all euren Emotionen, die im Moment durch das Zeitgeschehen an die Oberfläche kommen. Es ist zu beobachten, wie sehr ihr immer wieder in die Angst verfallt, ihr euch in diese Sackgasse hineinlocken lasst, in diese dunkle Ecke, in der scheinbar das Ende aller Zeiten droht. Aus meiner Perspektive, aus dem Bewusstsein, das verbunden ist mit der Schöpferkraft, das euren Planeten und euch alles Lebendige und auch scheinbar Nicht-Lebendige nährt, aus dieser Perspektive möchte ich euch sagen, es ist gut so, wie es ist. Alles verläuft nach euren Wünschen. Mögen diese Wünsche auch nicht präsent sein in eurem Bewusstsein, so ist es doch der kollektive Wunsch der Menschheit, sich zu entwickeln. Entwicklung verläuft in Sprüngen. Ihr erlebt gerade einen massiven und globalen Entwicklungssprung. So kurz sich das Wort Sprung auch anhört, so sehr führt es doch in die Irre. Denn Zeit, das wisst ihr, ist relativ, selbst auf der Erde. Selbst auf der Erde, wo ihr mit eurem Verstand versucht, Zeit einzuteilen, damit ihr die Ewigkeit verstehen könnt. Ihr nehmt meine Anwesenheit und Abwesenheit als Zeitmesser. Meine Bewegungen auf eurem Planeten nehmt ihr als Maß. Wie wäre es, wenn ihr dieses Maß endlich als das wahrnehmt, was es ist? Ihr sprecht von Licht. Ihr sprecht von Liebe, wenn ihr meint, dass etwas gut ist, wahrhaftig, göttlich, ewig. Warum also nehmt ihr mein Licht nicht endlich als Spiegel eures eigenen Lichtes? All mein Streben als Bewusstsein liegt darin, euch darin zu unterstützen, euer eigenes Licht zu entfachen. Es gibt Zeiten, in denen ich verstärkt Energie sende. Diese Zeit ist jetzt, einmal wieder. Und es wird noch viele Zeiten geben, in denen es verstärkt Energie aus meiner Quelle, aus der Schöpferquelle, aus dem Kosmos für euch geben wird, damit ihr die Kraft habt, die nächsten entscheidenden Schritte für eure Entwicklung zu gehen.
Wie stark auch immer ihr dies wahrnehmt, ist doch letztlich sehr individuell. Denn für diese Individualität seid ihr auf die Erde gekommen. Als individuelle Facetten des großen Einen. Jetzt, ihr Lieben, lasst das Licht in euch stark sein, hell sein, damit es in alle dunklen Winkel strahlt, damit ihr aus den Sackgassen und den dunklen Ecken herausfindet, in die man euch immer wieder lockt. Dies gehört zum Entwicklungssprung dazu, dass ihr erkennt, dass ihr euch nicht in jedem Moment immer wieder Angst machen lasst, wo es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, Angst zu haben. Es ist an euch, wie ihr mit all den Gegebenheiten umgeht, die auf dem Weg des großen Planes liegen. Und ihr habt euch individuelle Herausforderungen, Glücksmomente und kostbare Augenblicke erschaffen, die noch auf euch warten. Wollt ihr eure kostbare Zeit in diesem Leben tatsächlich mit Angst verschwenden? Angst, die jetzt, in diesem Moment, in dieser Zeit des Wandels, immer wieder auf euch wartet? Möchtet ihr die Zeit verschwenden, indem ihr sie in Sackgassen verbringt? Der wahre Gradmesser für euer Sein ist euer Herz, das euch immer wieder mit eurer Seele verbindet. Ich möchte euch einladen, verschmelzt jetzt, endlich, nachhaltig, euren Körper, euer Mensch, Sein mit eurer göttlichen Seelenkraft. Mag es auch sein, dass ich euch diesen Impuls, diese Erinnerung noch oft senden möchte. Jetzt ist sie wieder wichtig. Denn mit dieser Verschmelzung, mit dieser neuen Einheit, habt ihr die Kraft für den Wandel. Nur als Einheit, in der Gewissheit, dass alles genau richtig ist, in der Gewissheit, dass ihr vertrauen könnt, geht es vorwärts. Sonst lähmt euch die Angst. Und ihr bleibt stehen. Stillstand ist nicht das Prinzip des Lebens. Das Leben schreitet vorwärts. Entwickelt sich mit jedem Atemzug, mit jedem Tag, mit jedem Augenblick. Also lasst euch nicht lähmen, verschmelzt wieder mit allem, was ist. Und wenn euch der Begriff alles, was ist, noch zu groß ist, wenn ihr dies noch nicht erfassen könnt, dann verschmelzt zumindest jetzt ganz bewusst Mensch sein mit Seele. Denn all dies gehört zusammen. Und all dies vervielfacht eure Kraft, eure Stabilität, euer Licht. Ich erinnere euch mit Freude daran, dass ihr Licht seid und Energie seid. Jetzt werden eure Kraftreservoirs verstärkt, vergrößert, die Verbindung zum Bewusstsein der Erde wird gestärkt und auch die Verbindung zu meinem Bewusstsein
verstärkt sich jetzt. Diese Zeit, diese Tage und Wochen dienen dem Licht in euch und um euch herum. Liebe ist das große Licht in euch. Angst ist der große Schatten in euch. Liebe und Vertrauen verstärken euer Licht und durchdringen den Schatten der Angst. Urvertrauen in die Schöpferkraft, die in euch schlummert. Urvertrauen in euren göttlichen Kern und das große Ganze verstärken das Licht in euch und in dieser Welt. Mein Beitrag ist es, euch verstärkte Lichtimpulse zu senden, damit ihr dies als Wahrheit für euch fühlen könnt und damit ihr Schritt für Schritt den Wandel vollzieht, gemeinsam, hell leuchtend. Danke für euer Sein, für eure Kraft und euren Mut. In großer Liebe und Wertschätzung, Sonne, euer Heimatstern. Und wie so oft meinen Dank für euer Vertrauen, für dein Vertrauen. Mögen dir die Worte dienen. Ich werde weiter an dem Bild der Lichtwelle malen, das mir als Vision erschien, aus dem auch dieses Channeling geboren wurde. Und diese Lichtwelle ist unabhängig von kosmischen Ereignissen, astrologischen Ereignissen. Sie ist eine Welle, die wir gemeinsam erzeugen, die genährt wird aus unser aller Urquelle, aus der Quelle des göttlichen Seins. Und ich bin unendlich glücklich und dankbar, dass wir diese Welle gemeinsam erleben, meistern und genießen. In diesem Sinne, von Herzen, ganz viel Liebe zu euch, eure Sonja Ariel von Staden. Wir sehen uns.